Hallo und willkommen auf meinem Kanal AliExpress Bricks. Ach nee, da war ja was anderes. Und damit, hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Heute mal wieder, wie man unschwer erkennen kann, mit einem chinesischen Set als Eigenimport und dementsprechend mal wieder einem Set ohne Originalverpackung. Ich habe mich da gewundert, ich habe nämlich mehrere Fahrzeuge gesehen, als statt Super Razor aus Klemmbaustein betitelt auf AliExpress. Und man hat da nicht gesehen, was für ein Hersteller steckt dahinter. Es wurde die ganze Zeit nur als Block Toys beschrieben. Jetzt habe ich hier den Produktname Block Toys auch draufstehen auf dem Set. Und ich sage mal so, ich habe ein Fahrzeug gekauft, was ganz entfernt an einen Hersteller aus Stuttgart erinnern könnte. Ich habe die Anleitung schon mal für euch rausgenommen und ich muss sagen, die ganze Anleitung wirkt unglaublich billig. Das sieht aus, wie als wäre das von einer anderen Anleitung abkopiert worden auf so eine Art Fotopapier. Und deshalb haben wir eine Anleitung, die sich unglaublich billig anfühlt und auch die Druckqualität ist echt nicht gut. Das sieht wirklich aus wie abgescannt und eingefügt. Und hier würde ich mich mal an eure Schwarmintelligenz wenden. Kennt ihr so ein Set von einem anderen Hersteller, das eben genauso aussieht? Und ist das hier wirklich nur eine Kopie? Oder hat der Hersteller Block Toys in Anführungsstrichen hier einfach bei der Anleitung so verkackt? Ich habe nämlich auf jeden Fall recherchiert, aber kein genau gleiches Set wie dieses gefunden. Ich mache auf jeden Fall jetzt die ganze Tüte auf. Das sind nur um die 180 Steine. Dementsprechend baue ich das Ganze jetzt mal. Dann unterhalten wir uns wie immer über die Teilequalität, ob das Ganze Spaß gemacht hat und so weiter und so fort. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß mit dieser Review. Und fertig ist der kleine weiße Sportwagen, völlig ohne reales Vorbild, versteht sich. Und ich muss sagen, der Bau war wirklich unglaublich zäh. Wir haben ja schon über die Anleitung gesprochen und das ist wirklich eine komplette Katastrophe. Nicht nur, dass die Qualität so grottig ist, wie wir es ja schon besprochen haben, wir haben daran auch noch massenhaft Fehler. Mal werden oben in diesen blauen Kästchen zu wenige Teile angegeben, die man braucht, und mal zu viele. Das hat echt keinen Spaß gemacht. Auch sind eigentlich alle neu gebauten Steine rot umrandet, aber bei manchen Abbildungen fehlt das. Das in Kombi mit einer minderwertigen Qualität, bei der man nicht viel erkennt, hat wirklich zu sehr, sehr viel Frust geführt. Und ich habe nichts gegen preisgünstige Auffaltanleitungen, überhaupt nicht. Aber das war echt die schlechteste Anleitung, mit der ich je gearbeitet habe. Und ich habe ja doch schon das ein oder andere Set gebaut, auch als China-Eigenimport, ohne einen wirklichen Hersteller dahinter. Alle haben es besser hinbekommen als diese Anleitung. Aber leider war der Bau nicht nur deshalb zäh, sondern auch die Steine sind so fest zusammenzudrücken, dass man bei Kurbi im Vergleich noch wenig Klemmkraft vorwerfen könnte. Ich musste teilweise eine Zange nutzen und da ist für mich der Punkt erreicht, wo es für mich keinen Spaß mehr macht. Da klemmt man sich wirklich die Finger blutig. Vom Aussehen her haben wir hier das typische Weißproblem in der Steinequalität. Wir haben einfach tausende verschiedene Weißtöne drin, mal gelblicher und mal schneeweiß. Ich meine, das Problem haben alle Hersteller. Es ist hier jetzt auch nicht das Extremste, was ich jemals gesehen habe, aber es ist wirklich nicht schön durch diese Farbabweichungen. Was also fehlt noch? Wir haben eine schlechte Anleitung, schlechte Steine im Bau und im Aussehen. Also haben wir natürlich auch noch das Letzte, den letzten wichtigen Punkt auf der dieses Set ist nicht zu empfehlen Liste. Und zwar gab es auch ein Fehlteil. Es hat hier nämlich eine weiße 2x4er Plate gefehlt und ich habe sie einfach mal in grau ersetzt, damit man es direkt sieht. Und damit rechne ich bei China-Sets von China-Herstellern und ich rechne auch damit, dass ich das selber ersetzen kann. Und ich kann es auch in weiß selbst ersetzen, das ist kein Problem. Aber wir haben jetzt schon so viele Probleme angesprochen und dann noch das Fehlteil, das steigert einfach den Frust nochmal ein ganzes Stückchen mehr. Und hier habe ich auch einen Punkt, an dem ich wirklich festmachen würde, dass das kein geklautes Set von einem anderen Hersteller ist. Denn durch die fehlerhafte Anleitung, wo ich erst gedacht habe, sie ist kopiert, war auch ein Fehler, dass in einem Bauschritt zwei weiße Plates oben aufgeführt waren von den 2x4ern. Wir haben aber in dem Bauschritt drei weiße Plates verbaut. Und diese weiße Plate, die in der Anleitung fehlt, fehlte auch an Steinen. Und das sind mir einfach dafür zu viele Fehler, dass ich davon ausgehen kann, dass wir hier einfach nur ein kopiertes Set haben. Denn ich bin einfach der Meinung, so schlecht ist kein Set eines anderen, namenhafteren Herstellers. Last but not least reden wir doch nochmal über das wirkliche Aussehen des Fahrzeugs. Und ich muss sagen, es ist okay von der generellen Form, zumindest wenn man auf einem Auge blind ist. Die Front
ist in Ordnung. Es geht auf jeden Fall schöner, aber für den Maßstab finde ich das echt noch okay. Genauso wie das Heck, das gefällt mir für den Maßstab eigentlich relativ gut. Und genauso wie das Heck und die Front könnte eigentlich auch die Seite gut aussehen. Die Betonung liegt aber auf könnte. Der Übergang zwischen der Frontscheibe zum Rest des Fahrzeugs ist einfach wirklich, wirklich hässlich. Es sieht nicht gut aus, da brauchen wir nicht drüber reden. Und auch diese 2x4 Fliese gefallen mir überhaupt nicht. Die passen nicht ins Bild, die ganze Silhouette wird dadurch gestört und es wirkt einfach unförmig. Und so würde ich es mir auch nicht ins Regal stellen, weil ich will das Fahrzeug ja nicht nur vom Heck sehen oder nur von der Front, sondern man stellt sich das ja so seitlich ins Regal und ich würde mich jedes Mal über diesen hässlichen Übergang ärgern. Spielfunktion gibt es bei diesem Set außer das Fahren auch nicht. Das Problem ist, wir können es zwar fahren lassen, mehr oder weniger, aber ihr seht schon, wie unförmig das hier fährt und wie das rumeiert, aber es rollt nicht. Das Problem hier ist, dass die Reifen einmal sehr stark eiern und durch diese eiernde Bewegung am Radkasten kratzen. Das macht also überhaupt keinen Spaß und eine Figur zum Spielen gibt es auch nicht dazu. Also brauchen wir gar nicht mal drüber reden, ob das vielleicht ein gutes Spielset ist. Nein, ist es nicht. Also kommen wir letztendlich zum Fazit. Gekostet hat mich dieses Experiment 9 Euro. Und ich würde es nicht einmal für 6 Euro empfehlen. Es gibt auf AliExpress kleine Fahrzeugsets für 6 Euro und die sind gut. Aber dieses Set hat mich komplett enttäuscht. Und deshalb kann ich euch nur empfehlen, die Finger von diesen Blocktoys zu lassen, weil es an dem gesamten Set nichts Gutes gibt, was ich loben könnte. Wenn nur die Konstruktion schlecht ist, würde ich sagen, man kann ja mal ein anderes Fahrzeug davon ausprobieren. Vielleicht sind ja die anderen besser von der Konstruktion. Aber hier stimmt weder die Teilequalität, noch die Konstruktion, noch die Anleitung. Dieses Set hat mich auf ganzer Linie enttäuscht und jeder Cent, den ich dafür ausgegeben hätte, wäre ein Cent zu viel gewesen. Wenn ihr das Set natürlich selber besitzt oder ein anderes Set aus dieser Reihe und habt ganz andere Erfahrungen gemacht oder die gleichen, dann teilt das doch gerne mit uns, damit wir hier in der Community alle davon profitieren können. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, um in Zukunft nicht mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.